Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play Remember Me. Und heute machen wir uns auf den Weg zu Dr. Quiet und heizen den mal ein bisschen ein. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir lang müssen. Hier liegt nichts mehr rum. Gut. Hier. Medizinischer Stuhl. Wir haben gar keine Aufladung. Die müssen wir sie uns holen. Hier haben wir nochmal eine Reminiszene. Also, auch du, ein Gedächtnisjäger. Natürlich nicht so gut wie deine Freundin Nillen, aber doch ein außergewöhnliches Subjekt. Wir isolieren einfach deine Besonderheit. So können wir Memorial Leiden viel besser verstehen lernen. Was haben sie mit ihm gemacht? Das weißt du jetzt noch keiner so richtig. So. Erstmal mit ziemlicher Stuhl hier. Kann der jetzt raus? Ja, tatsächlich. Geh bitte beiseite. Geh beiseite. Okay. Müssen wir ihm jetzt hinterherlaufen? Ja, wir laufen hinterher. Unter meiner Kontrolle verlässt du den Moostopf deiner Individualität und entdeckst einen Ozean kognitiver Lieferresonanz. Wirklich zu beneiden. Wirklich. Okay. Das hört sich nicht so gut an für Bad Request. Für Nelens Bruder. Und größter Fan, wohlgemerkt. So, medizinischer Stuhl. Ach guck mal, jetzt haben wir hier wieder ein Memorize. Steht da. Warte mal. Oh, oh, nein, nein. What? Kommen wir hier schon wieder. Können wir erst diesen Endboss hier töten? Wie immer. Aber nicht mit uns selber schaden. Ah ja, sind sie in Tarnung reinhauen kurz. Und jetzt hinten den kurz hier. Das eigentlich mal ein bisschen optimieren, das Ganze. Damit wir hier ein bisschen besser klar kommen. So. Der ist dann auch mal weg. So. Ach, hier haben wir Memo Ventilation. Wir benutzen kurz das SAT-Patch. Hier in der Nähe müsste das eigentlich liegen. Wenn ich hier. Wir machen jetzt mal die Remini-Szene. Kann natürlich auch sein, dass es da drin ist. Mach dir nichts aus dem Schmerz. Von nun an unterdrücken wir ihn durch direkte Einwirkung auf die Memorial-Wurzel. Sehr beruhigend. Für uns beide. Nicht wahr? Alter Scheiße. Sie machen Gefangene zu Liepern. Und dann Lieper zu Haustieren. Dieser Quaid. Was für ein Freak. Wahre Monster sind Anomalien. Und Dr. Quaid ist mit Anomalien gespickt. Dieser Kerl verdient nicht zu leben. Ja, das sehen wir, glaube ich, alle so. Und deswegen suchen wir den letzten Nachweisen in Afrika auf. Ja, dieser hier liegt's. Focus Boost. Sehr nice. Nehmen wir das auch. Und dann nehmen wir diesen Boost wieder mit.
und machen dann hier die Übertragung ein. Wir ziehen die Spule wieder raus. Ja, bitte gehen Sie, beiseite, ich weiß. Schon geil, und warum können wir uns da nicht reinsetzen und einfach mitfahren? Das wäre ja eigentlich viel chilliger. So. Wir sind jetzt wieder. Weiter. Ja, nee, nicht mit mir. Mein lieber Enfoss. Das war ein Fehler. Dann tun wir das Ganze doch mal hier ein bisschen. Aus. Leider. Ja. Und zwar. So. Überlastet. Jetzt machen wir noch die Logikbombe. Komm, ich nehme den weg. So. So, jetzt brauchen wir den medizinischen Fahrstuhl. Den bekommen wir hier durch die Remini-Szene. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjektnummer 84217, Bad Request, Gedächtnisjäger, Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Wie muss ich. Warte mal. Da war. Also ich musste das hier jetzt. Vielleicht muss ich sogar von Tüten. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjektnummer 84217, Bad Request, ja. Gedächtnisjäger, Transfer genehmigt. Habe ich mir doch gedacht. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. So, machen wir mal hier den Strom aus. An das Laborpersonal. Folgt nicht Dr. Quaids irrer Vision. Du entscheidest hier. Gar nichts mehr. Sebastian, hör zu. Rückverwandlung ist eine Sackgasse. Das weiß ich nie. Den Kaputten der Firmen dieser Menschen eine Persönlichkeit einzuimpfen, war nie eine echte Lösung. Wenn ich jetzt aufhöre, kehren Tausende von Leapers zum Ursprungszustand zurück. Rekondatierung. Wir müssen das stoppen. Sebastian ist doch Nilens Vater. What the fuck? Halt! Was war das? Oh, er hat schon wieder was rumgespenstert. Aber wenn Sebastian doch hier. What the fuck? Das ist. Ein ziemliches. Ja. Subjektnummer 84178, Nillin, Erroristin, Transfer genehmigt. Okay. Wir kommen hier also ohne weiteres rein. Dieser Gang. Die Faden. Hier war ich schon mal. Stimmt, ganz am Anfang sind wir doch hier. Ja. Eine Wiederkehr doch, in die Hölle. Doch, ist schon mal gelaufen. Hier wollten sie mich auseinandernehmen.